Hallo ihr Lieben, ich bin's Anja von den Erlebnisbummlern und heute wollen wir den Wohnwagen ein bisschen verschönern und zwar diese Lichterkette hier aufhängen. Wir hatten das schon so lange vor, aber wir waren irgendwie nie so sicher, wie wir das am besten machen, weil wir die gerne so befestigen wollen, ohne irgendwie Schrauben oder Bohren oder mit dem Nagel in die Wohnwagenwand reinhämmern, sondern wir wollten eine Lösung haben, die wir ganz schnell wieder dran und wieder abmachen können, ohne ja, dass irgendwo was kaputt geht. Und da haben wir so Gardinengleiter hier gefunden. Und zwar kann man die in die Gardinenschiene reinmachen, drehen und wieder raus und die an jeder Stelle ganz beliebig befestigen. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt an. Wir haben jetzt hier diese Lichterkette. Da suchen wir uns jetzt einmal die Mitte raus. Und machen uns jetzt hier so ein Gardinengleiter einmal dran. Und zwar fädeln wir das jetzt einfach einmal hier ein in die Mitte. Ich mache das jetzt extra so, dass ich das in das Band einfädel, dass das nicht hin und her rutscht, sondern so ist das so ein bisschen fixiert, sodass dieser Gardinengleiter fester an der Lichterkette ist. Und das war es eigentlich auch schon mit der Befestigung, denn wir haben jetzt hier das Glück, dass wir hier an dem Wohnwagen einmal da durch können. Und zwar wird die Lichterkette mit Batterie betrieben und wir schieben uns jetzt hier die letzte Lampe einmal hier durch und dann kommt die an der anderen Seite wieder raus. Und die Batterie kann ich ganz einfach hier so ein bisschen reinschieben. Dann kann man die hier an- und ausmachen und man sieht das nämlich nicht mehr. Du bist ja echt raffitückisch, Anja. Jetzt nehmen wir das andere Ende der Lichterkette und da machen wir das genauso. Die passt nämlich einmal hervorragend hier hinten hin. Und zwar wieder einmal hier durch. Das ist wirklich praktisch, dass man hier halt durchkommt. Falls das bei euch so nicht gehen sollte, habt ihr aber sicherlich ja hier überall irgendwo Gardinen an den Fenstern. Und da könnt ihr ja dann überall diese Gleiter dran machen und die halt nur hier dran aufhängen. Das ist ja im Prinzip egal. So, jetzt machen wir hier noch die Mitte fest. Da hatten wir ja das dran gemacht. Und zwar ist das Praktische, man kann das jetzt hier ganz einfach in die Schiene einmal so reinmachen und um 90 Grad drehen und dann kann man das hier auch noch so ja, hin und her verschieben und dann ist es fest und wenn es einem nicht mehr gefällt, kann man es ganz einfach wieder drehen und rausnehmen. So, dann würde ich sagen, testen wir jetzt doch einmal direkt, wie die Lichterkette leuchtet und machen die uns einmal an. Dafür sollten wir das andere Licht vielleicht einmal ausschalten. Und so würde das dann aussehen. Und ich finde, das ist direkt gemütlicher hier drin. Man hat nicht mehr diese großen Lampen an, sondern kann es sich abends hier gemütlich machen. Ja, das war's mit dem Video. Wir werden das auch noch überm Bett machen. Und ja, vielleicht war ja der ein oder andere Tipp oder Trick dabei. Und dann ja, sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!